Und die sind halt wirklich, da kommen halt immer richtig viele von. Also es, die sind auch alle nach einem Schlag tot, also jetzt mittlerweile nur, weil wir jetzt halt so eine starke Waffe haben. Aber nicht sonderlich schwer. Die sind auch recht schwach. Auch zu Anfang schon. Also ich glaube, zu Anfang kommen die zu zweit oder zu dritt. Und die geben da auch dafür ordentlich was her. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Noch ein Heiltrank, sehr gut. Und noch mehr auf Stärke. Wir können gar nicht starke. Doch können wir wohl, weil wir können nichts mehr auf Stärke tun. Das ist natürlich blöd. Konstitution. Ich glaube, Endurance ist echt die Weite, die wir laufen können, bevor die Runde zu Ende ist. Aber da wir jetzt alleine sind, ist mir eigentlich ziemlich scheißegal. Mir sind die Kämpfe wichtiger. So. Ich hoffe mal, das sind vier Rattendinger, weil die Rattendinger finde ich ganz nett. Im Wald gibt es ja sonst noch die Axtleute. Die finde ich jetzt nicht so schön. Nee. Komm schon, komm schon. Nein, Axtmenschen, zu dritt natürlich, ja klar. Am besten ist es wirklich so, weil überall gibt es ja, oder fast überall gibt es ja, Gegnergruppen, die nicht multipliziert werden können. Das heißt also, zum Beispiel in der gelben Gegend, diese fetten Springbohnenviecher da, keine Ahnung, die kommen immer nur allein, die können nicht zu zweit kommen, das ist der Vorteil. Das heißt, dass man, wenn man weiß, in welcher Kiste welche Gegner sind, dass man sich die dann fürs Ende aufhebt. Fick dich doch ins Knie, Alter. Und ja, genau, weil da kommen dann zwar einfach mehr davon, aber das ist ja halb so wild. Und im grünen Bereich wären das die Ratten, weil die eigentlich ziemlich leicht sind. Die sind alle nach einem Schlag tot bis dahin. Und im blauen Bereich würde ich die Hunde bis zum Ende da lassen. Weil sie sind zwar teilweise nervig, aber sie sind auch meistens mit einem Schlag tot. Mit einem normalen Schlag, der jetzt nicht lang dauert. Den ich hier gegen die mache, der dauert ja immer lange. Das war jetzt aber eigentlich auch recht gediegen. Im roten Bereich, oh, da muss man auf jeden Fall zuerst die roten Riesen fertig machen. Weil wenn die zu zweit oder zu dritt sind, ey, das wird echt ein Fest. Da seid ihr schneller tot, als euch lieb ist. Bevor ihr überhaupt merkt, dass ihr überhaupt angefangen habt zu spielen. Ja, und im die Schlammviecher sind aber so wie die Springbohnen, die können sich auch nicht vermehren. Offer a magic item within Stonehenge and Dunno will grant you a longer life. Ja. Boah, ich hab keinen Bock, in den Drachen zu kämpfen. Der macht mich doch total kalt. Also nochmal zusammenfassend, oben links würde ich die Hunde da lassen. Hier die Ratten im Wald. Im Stein-Ding die Springbohnen. Und im Schlamm, in der Schlammgegend diese Schlammviecher, die aus dem Schlamm kommen und dich direkt töten können. Dang, 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 dang. Das ist ein schöner Rhythmus gerade. Okay, der Rhythmus ist kaputt. Ah, das ist so schön. Einfach stehen bleiben und einfach immer diese Attacke machen. Ich halte einfach nur den Knopf gedrückt und drücke den Joystick in eine Richtung. Ha. Und wir haben so gut wie nichts abgezogen bekommen. Ein Traum, sage ich euch. Oh, und der zweite Schlüssel. Ich glaube, wir hatten schon einen. Und wir haben gleich wieder zu viel Geld. Ups, Entschuldigung. Ich bin gegen das Headset gekommen. Tut mir sehr leid. Ich hoffe mal, dass jetzt alles auch so läuft, wie es laufen soll mit der Aufnahme. Weil die erste Aufnahme, die war wirklich okay. Also von der... Nicht vom Inhalt her, sondern so grundsätzlich von der Qualität. Es war synchron alles. Video war da. Hat auch nicht irgendwie gehangen oder so. Ja, Ratten. Sondern war eigentlich alles super. Außer natürlich, dass meine Stimme halt wieder so ist, als hätte ich Stereo-Mix aus. Aber... Hätte ich den Mix jetzt ausgewählt, würde ich meine Stimme über Fraps gar nicht hören. Denn... Oh, jetzt fick dich doch mal. Okay, du scheiß Ratte. Dich töte ich mit dem Move. Okay, sehr schön. Grün wäre auch erledigt. Das ging jetzt richtig fix. Aber es waren jetzt auch recht leichte Gegner. Wir haben schon wieder 3 Erfahrungspunkte, ey. Ich krieg ein Rohr. Komm, Konstitution. Nochmal 10 Energiepunkte mehr. Hilf uns gegen den Drachen. Es sei denn, der frisst uns wieder auf und macht seinen One-Hit-Scheiß-Kill da. Wenn wir uns auf dem Weg in die gelbe oder in die Ödland-Ebene bestreiten, zeige ich euch noch hier den kurzen, diesen Kranz hier in der Mitte, bevor der Drache kommt. You must have all 4 keys to enter the Valley of the Gods. Das ist nämlich die Valley of the Gods. Und dafür brauchen wir diese goldenen Schlüssel, die wir die ganze Zeit finden. Und der Drache, der klaut uns die immer, wenn er uns besiegt. Und da er uns schon des Öfteren besiegt hat, ja, hat er auch schon des Öfteren die Möglichkeit gehabt, uns die Schlüssel zu klauen.
Ich meine, 2 von 4 haben wir jetzt immerhin schon in unserem Besitz. Ich überlege gerade, hier haben wir einmal Springbohnen besiegt und einmal die Hammermänner. Und die Hammermänner können zu dritt kommen, die Springbohnen halt nicht, das ist der Vorteil. Wie ich schon das innerhalb der 5 Minuten, glaube ich, schon 8 Mal gesagt habe. Okay, das sind Hammer, Leute. Nein, doch nicht. Wow. Stirb. Okay, die halten 2 starke Schläge aus, daran erinnere ich mich noch. Das Problem ist halt, wenn einzelne Sachen oft kommen. Ach, fick dich. Was? Warum hältst du 3 Schläge aus? Wenn einzelne Sachen oft kommen, dann dauert es halt entsprechend länger, bis sie mal fertig sind. So. Weil die jetzt so gemächlich sind und so, und ich muss immer abwarten, bis die hier angesprungen kommen. Und die Kollisionsabfrage in diesem Spiel ist auch nicht wirklich sehr gut. Weil dass ich den jetzt zum Beispiel doch getroffen habe, aber manchmal treffe ich den auch nicht dadurch. Ist ja auch egal. Hauptsache wir schaffen es und sterben nicht. So, okay. Och, das war's schon. Schön. Gut. Ich mag das Klacken vom Joystick, ich liebe das echt. Weil da ist einfach so viel Widerstand hinter, das ist einfach nur ein Traum. Ihr könnt damit zwar jetzt nicht so viel anfangen, aber es ist meine Kindheit, verdammt, meine Kindheit. Eigentlich bis ich 10 war definitiv, weil dann haben wir eine PlayStation 1 bekommen. Was aber nicht heißt, dass ich keinen Amiga mehr gespielt habe. Ich habe mir, glaube ich, im Alter von 14, 15 oder so, habe ich mir nur einen Amiga-Monitor gekauft. Und einen ganzen Haufen Disketten und einen neuen Amiga und das war total geil. Da habe ich voll gefreut. Da habe ich zu Anfang auch über den Amiga-Monitor PlayStation gespielt, weil ich keinen eigenen Fernseher hatte. Das sah total scheiße aus, weil es total geflimmert hat. So ein Amiga-Monitor ist ja von 1980, keine Ahnung. Oder Anfang der 90er frühestens. Aber erstmal die Größe, ich weiß nicht, 11 Zoll, 12 Zoll oder so. Ach, ficken. Wahrscheinlich irgendwie, wenn überhaupt 50 Hertz. Ist ja recht unangenehm. Aber damals war mir das scheißegal. Ach, meine Fresse, ist jetzt mal gut. Jetzt lass dich doch mal treffen. Ey, ich treffe den einfach nicht. Danke. Danke. Ich finde, die haben wunderschöne Augen, die Viecher. Einfach nur weiß. Ah, ich finde, die haben ein ziemlich cooles Design, die Gegner. Also, die finde ich richtig stark. Okay. Oh, der dritte Schlüssel. Und der vierte hat der Drachenfreund. Oh, wir haben schon wieder... Nein! Ein Goldstück. Ich kriege doch einen Kackreiz. Das Problem ist, jetzt besteht die Kiste da natürlich immer noch. Ist ja klar. Weil ja noch ein Schatz drin ist. Und, ach, fuck you. Das heißt, wir müssen erstmal in die Stadt gehen und irgendwas kaufen. Lass mich in Ruhe. Das Schlimme ist, glaube ich, dann, wenn der Drache nämlich dann auch noch Gold hat, dann lebt er einfach noch. Das wäre schlimm, wenn das so wäre. Ich weiß auch nicht, ob es so ist. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Sehr gut. Ich würde zwar gegen ihn kämpfen, aber wie gesagt, wenn dann Gold hergibt und es ist zu viel einfach für mich, dann ist das scheiße. Gucken, was wir da noch so kaufen können. Können wir 4 davon haben? Jo. Heilung. Was kostet denn das eigentlich? 52 kostet das nur. Geil. Schade, dass ich das schon hab. Exit. Okay. Und wieder zurück. Ja, ja, ja. Da ist ja nicht mehr viel. Ach komm, Drache. Forder mich heraus. Gut. Du Kackviech. Ich werde dich umbringen. Hoffe ich doch mal. Ich habe jetzt ja immer ein bisschen mehr Energie. Muss nur aufpassen, dass er mich nicht auffrisst. Was auch leichter gesagt ist als getan. Ich muss irgendwie ganz schnell unter den kommen. Und er darf mich nicht wegschlagen. Oh Mann, das ist einfach ein Scheiß, echt. Nein, nicht brennen. Ja, ja. 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 Ich glaube, ich hab's. Ja, der ist tot. Du Scheißdrache. Stirb. Oh, ich muss posieren, posieren, posieren. Jetzt fühlt sich immer noch alles wieder Feuer spucken. Okay. Und er hat natürlich sau viel. Er hat Gold. Er hat das Sword of Sharpness. Er hat den Schlüssel. Er hat noch einen Talisman.
Er hat 3 Ringe. Mein Gott. Mein Gott. Er hat noch einen Heiltrank. Und er hat das Ball of the Worm. Und das Schwert. Schön. Und er hat 2 Erfahrungspunkte ergeben, anstatt nur einem. Ist doch schön. Können wir die Konstitution noch erhöhen. So, jetzt haben wir fast 200 Energiepunkte. Meine Fresse. Wir haben mit 20 begonnen. Einfach nur mal so. Als Anmerkung. Oh, und jetzt ist der Drache auch weg. Ein Traum aus Gold. Der hat den 4. Schlüssel gar nicht hergegeben, fällt mir gerade ein. Was ist denn für eine Pissnelke? Ach. The gods await the new champion. Dauert nicht mehr lang. 3 Kisten noch. Noch ein bisschen rumzeigen. Einmal zum Stonehenge, einmal hier zum gelben Penis, der da aus der Erde ragt. Ich finde es immer lustig, das Wort Penis einfach für irgendwas zu verwenden. Okay, war das jetzt die Kiste, die wir letztes Mal auch haben wollten? Stirb! Dann dürfte das nämlich jetzt der einzige Gegner hier sein. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen. Das ist so gut, dass dieser verfickte Drache endlich tot ist. Echt, ey. Oh, ein Traum. Habe ich jetzt nur mal einen Erfahrungspunkt dafür bekommen? Wie geil. Da kann man sich eigentlich praktisch endlos Erfahrung ercheaten. Einfach immer zu viel Gold dabei haben und immer wieder machen. Wäre mir erstmal früher aufgefallen. Weil sonst wäre es, glaube ich, genau durch 3 teilbar. Nee, gar nicht. Ist ja egal. Komm, ich bin ruhig. Komm. Alles klar. Ah, Hammermännchen, Hammermännchen. Ey. Ey, ey, ey. Hallo. Stirb. 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 Ich bin unsterblich, ich habe 200 Erfahrungslebenspunkte. Erfahrungslebenspunkte, genau. Lebenserfahrungspunkte. Oh, fick dich. Aber hier, als ich offscreen wieder hier hingespielt habe, wegen dem lustigen Fail, hatte ich hier an den, gerade an diesen hier, an den einfachsten eigentlich, an den einfachsten Menschengegnern, oder an den einfachsten menschlichen Gegnern, echt dran zu knacken. Weil die nämlich genau diesen Rhythmus da auch gerade hatten, den sie gerade hatten. Ja, wenn ich schlagen wollte, dann haben die gerade im letzten Moment nochmal zugeschlagen. Stirb. Fick dich. Ich muss euch alle ausbluten lassen. Ihr habt alle eure Tage jetzt. So. Okay. Okay, ah, die letzten beiden, sehr schön. Stirb, stirb, stirb. Stirb, einfach nochmal in die Masse reinhacken. Okay, das letzte war schon wieder zensiert. 28. Und Konstitution haben wir jetzt auch voll, ne? Strange, Constitution. Nein, da können wir noch weitermachen. Sehr interessant. Ey, wir haben so, wir sind einfach total befüllt hier gerade. Das sieht irgendwie voll toll aus. Ich glaube, so befüllt war ich noch nie in dem Spiel. So, okay. Die letzte Kiste. Mal gucken, was uns hier erwartet. Springbohnen oder Hammermännchen? Ich bin gespannt. Sieht nach Hammer aus. Jo. Ah, vor allem wenn es hier so schmal ist und dann 3 Leute, das ist das Problem. Fick dich. Fick dich. Warum ich jetzt den Schlag gemacht habe, weiß ich auch nicht. Mit dem Schlag hier, den ich jetzt gerade wieder gemacht habe, aus Versehen, kann man übrigens auch den Drachen töten. Mein Gott. Hallo. Oh, ich will den Schlag nicht machen, verdammt Scheiße. Fick dich, Alter. Ich muss eigentlich immer in Bewegung bleiben, das ist das Problem. Und, aber ich bin zu faul. Ich bin sogar in Videospielen zu faul zum Laufen, ey. So, fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Mein Gott. Und die Geräusche, die ich auch mache, das ist echt ekelhaft. Achso, wenn ich so einen Gegner mit dem Messer töten würde, würden die genauso einfach nur umfallen wie mit diesem Schlag. Boah, leck mich doch am... Hallo! Hallo! Ist jetzt mal gut. Ah, schön, dass 2 Hammer gegeneinander Vielleicht fange ich an zu leuchten mit dem Tod, ey. Ich sehe schon kommen. 2 Energiepunkte. Das ist peinlich. Jetzt... blocken, okay. Stirb. Und jetzt hier der letzte Gegner. Fick dich. Oh. Okay, da habe ich mich jetzt... Da sage ich jetzt... Habe ich jetzt nicht unbedingt eine gute Figur gemacht. Das gebe ich ja zu.
Die Hälfte meiner Energiepunkte verloren, ach du Scheiße, ey. 132 Gold. Pff, gut. Jetzt können wir uns so für den letztendlichen Endkampf vorbereiten. Oh, erstmal zum Penis gehen. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Turm. Ich weiß auch nicht, was wir da machen müssen, um ehrlich zu sein. Prepare yourself for the season of the moonstone is upon you. Loading. Punkt, Punkt, Punkt. Ich krieg halt ein bisschen Hunger. Hm. Was möchte ich essen? Ich weiß es noch nicht. As you ring the bell at the bottom of the foreboding wizard's tower. Also, als du die Klingel geschellt hast am Boden des foreboding Zaubererturms, ein Hauch von Unease, ich schätze mal immer so Unbequemes, so Unheimliches, stieg in die Luft auf. Eine große, dunkle Figur erhebte sich langsam zum Balkon, 50 Fuß über deinem Kopf und mit einer dunklen, kraftvollen Stimme oder Atemzug sprach der mächtige Zauberer Matt. Du wirst dieses verzauberte Objekt in deiner Reise brauchen. Benutze es weise. Es kann sein, dass es nicht lang bei dir sein wird. Als der großartige Zauberer oder als der tolle Zauberer verschwindet in seinen Turm, erscheint ein Sack an deinem Fuß. Ein Sack an deinem Fuß, das finde ich gut. Als du es öffnest, erhältst du eine Portion der Heilung. Also einen Heilungstrank. Ja, ich hätte auch schon früher holen können. Trinken wir mal einen davon, komm. So. Was macht das? Ich weiß nicht, was das macht, wirklich nicht. Okay, achso, ich bin jetzt gerade wahrscheinlich einfach nicht vorhanden gewesen. Oder ich kann jetzt ganz viel laufen. Ich glaube, das zweite. Ja, doch. Ich glaube, so viel hätte ich in einer Runde sonst nicht geschafft. Einmal zum Stonehenge. Um ein längeres Leben mit einem, von einem längeren längeren Leben belohnt zu werden, musst du ein Gegenstand magischer Natur anbieten, dem Danu. Aber hier sowas hier, ne? Die Talisman of the Worm. Die Druiden bereiten ihr Ritual vor. Jetzt kommt eine Sequenz.